Hallo, vielen Dank. Schön, dass ich heute hier sein darf. Es ist schön, so viele Menschen heute hier zu sehen. Die Naturfreunde haben ja eine Tradition in der Friedensbewegung, sind aber ebenfalls im Klimaschutz, Umweltschutz engagiert. Deswegen ist auch wichtig, die Verbindung zur Umwelt, zur Natur hier darzustellen. Deswegen wurde ich gefragt, ob ich hier ein bisschen was dazu erzählen darf. Und ich finde, es ist wichtig, dass wir uns mit der Umweltbewegung, mit Fridays for Future, mit Extinction Rebellion, mit anderen Organisationen, mit jungen Menschen auch verbinden. Denn Friedensbewegung ist auch gleichzeitig Umweltschutz und Klimaschutz. Dankeschön. Es gibt zwei wichtige Felder, wenn es darum geht, Umwelt und Frieden zu verbinden. Es gibt einmal die direkte Verbindung zur Natur, indem die Natur als strategisches Mittel in kriegsähnlichen Konflikten und kriegerischen Konflikten benutzt wird. Seit 2001 gibt es von der UN-Initiative den Internationalen Tag für die Verhütung des Missbrauchs der Umwelt in Kriegen und bewaffneten Konflikten. Dieser wird jeweils am 6. November begangen. Und wieso braucht es so einen Tag? So einen Tag, um die Natur vor unseren Kriegen zu schützen. Unsere Natur spielt eben in diesen bewaffneten Konflikten eine große Rolle und sie kann eben strategisch genutzt werden und bietet Vor- und Nachteile für die bewaffneten Einheiten. Zumeist ist die Natur in der Rolle des Opfers. Denn neben den unwillkürlichen Begleiterscheinungen werden auch natürliche Ressourcen aus taktischen Gründen strategisch auch vernichtet. Wir kennen alle die Bilder aus den Golfkriegen, die brennenden Ölfelder, als Öl ins Meer gekippt wurde, um eben wirtschaftlichen Schaden anzurichten. Wir kennen die Verminung von Ackerland, von öffentlichen Flächen, die das Land für die Bevölkerung dort unbenutzbar machen. Oder auch ganz klassisch der Vietnamkrieg, Agent Orange, eingesetzt von den USA damals, um die Entlaubung der Wälder heranzuführen und eben auch ganze Wälder und Landstriche nachhaltig zu zerstören. Verbrannte Wälder, kontaminierte Böden, vergiftetes Grundwasser, Schäden durch Öl, Chemikalien, Landminen und Blindgänger. Die sind oft für lange Zeit nicht zu beseitigen. Und die Verseuchung von Wasser, Luft und Böden bedroht die Lebensgrundlage vieler Menschen und veranlasst eben auch ganze Völker zu fliehen. Wenn der Krieg vorbei ist, hat er nicht nur ganze Menschenleben zerstört und ausgelöscht, sondern eben auch den Lebensraum dauerhaft zerstört. In manchen Ländern ist die Rückkehr in diese damaligen Konfliktgebiete für Jahrzehnte unmöglich. Und man könnte meinen, diese ganzen Jahre des Krieges, die wir jetzt schon erlebt haben, man könnte meinen, man hat daraus gelernt. Aber wenn wir uns die neuen Technologien anschauen, die es jetzt auf dem Markt gibt, es gibt uranangereicherte Munition, schon seit 20 Jahren. Und bereits kleinste Mengen dieses radioaktiven Urans können eben Nieren und Organe schädigen. Und ganz zu schweigen, was sie in der Natur anrichten können. Unsere Politiker reden immer von Klimaschutz, von Bekämpfen von Fluchtursachen, von Migration. Aber wir können damit anfangen, eben nicht nur die Wirtschaft immer über alles zu stellen, Rüstungsexporte zu verbieten, Kriege zu verhindern. Dies ist auf jeden Fall ein wichtiger Schritt hin, um Fluchtursachen zu bekämpfen und eben auch eine lebenswertere Gesellschaft zu schaffen. Eine neue europäische Entspannungspolitik ist vonnöten, um eben auch dies zu erreichen. Jetzt möchte ich auch noch was zum indirekten Einfluss von Krieg und kriegerischen Zuständen auf unsere Umwelt sagen. Und hier geht es einzig und allein um Zahlen. 2017 allein, die Emissionen des Pentagons, das waren Panzer, Boote, aber auch die Waffenproduktion, Flugzeuge. Diese Emissionen alleine des Pentagons waren genauso groß wie die von Schweden und Dänemark zusammen. Alle Emissionen von Schweden und Dänemark so groß wie die des Pentagons. Unser geliebter Eurofighter verbraucht 3,5 Tonnen Treibstoff pro Flugstunde. Das sind umgerechnet 11.000 Tonnen CO2, die ein Bürger, ein Bürger in einem ganzen Jahr verbraucht, für eine Flugstunde. Das kostet uns, den Steuerzahler, 75.000 Euro pro Flugstunde. Krieg und Aufrüstung kostet Geld und gehört zu den größten Klimakillern unserer Zeit. Und anstatt in Bildung, Gesundheitswesen oder Umweltschutz zu investieren, wird immer mehr Geld in Rüstung verschwendet. Und mit dieser Rüstung, wir haben es gehört, letztes Jahr
8 Milliarden wurde wieder genehmigt für die Rüstungsindustrie. Diese wird uns letztendlich selbst zerstören. Und nicht nur uns, sondern auch den Planeten und unsere Umwelt. Deswegen freue ich mich, dass wir alle hier sind, um hier aufzustehen, um das zu zeigen, aufzuzeigen, dass das so nicht gehen darf. Die BRD hat 1983 ein Umweltkriegsübereinkommen unterzeichnet. Ich zitiere, eine Kriegsführung, die ausgedehnte, langanhaltende und schwere Schäden der natürlichen Umwelt verursacht und dadurch die Gesundheit und das Überleben der Bevölkerung gefährdet. Dies wurde unterzeichnet von der Bundesrepublik Deutschland 1983 und so auch eingehalten bisher. Aber was bringt uns dieses Einhalten der deutschen Regierung, wenn wir andere Nationen wie die USA auch unterstützen, die sich an dieses Übereinkommen nicht halten? Wie geschehen mit der Uranmunition im Irakkrieg 2003? Jugoslawien, danke schön. Auch. Deshalb stehen wir hier, um Druck auszuüben, endlich wieder Versprechen zu halten und sich an Unterschriften zu binden. Pariser Klimaabkommen, das Atomabkommen mit dem Iran und den USA, der INF-Vertrag, sowas muss wieder standhalten. Das sind großartige Beiträge, die einfach aufgrund von Machtgewinnung und versuchter Wirtschaftsdominanz weggeworfen und ignoriert werden. So darf das nicht weitergehen. Friedensbewegung heißt Umweltschutz und Klimaschutz. Und Klimaschutz und Umweltschutz heißt Friedensbewegung. Ich würde gerne jetzt mit einem Zitat von Hegel enden, der dies uns lehrt, dass wir immer aufmerksam bleiben müssen, dass wir immer engagiert bleiben müssen, weil wir nicht wissen, was kommen mag. Wir lernen aus der Geschichte, dass wir nicht aus der Geschichte lernen. Dankeschön. I'd like to say something for the English-speaking people here as well, just to sum up in a few words what I was saying. I said that the relation between the environmental protection and the protection of our environment and war is highly connected, and so we have to work together, the peace movement and also the environmental movement, to get our aims done and to tell the politicians that they can't move on like this. So there's different influences on nature. There's the direct influence by using nature as a strategic strategy to weaken the opponents, and there's also the indirect influence of war on the nature by using military air forces, boats, etc., and all the emissions that come from that. So we have to stay connected with the environmental protection organizations, and we have to stay connected with the peace movement and work together, so we won't see something like that happen like last week. Thank you so much. Thank you.